Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit 20 Monaten tobt der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, und nun ist klar, was die AfD immer gesagt hat: Ihre Kriegsziele sind gescheitert. Mehr als 200 Milliarden Dollar westliche Unterstützung haben nahezu keine Ergebnisse erzielen können. Der Spiegel schreibt diese Woche, Zitat, die Aussichten für Kiew sind düster, es mangelt an Waffen, die USA beginnen sich abzuwenden und ein EU-Beitritt liegt in weiter Ferne. Auch die anderen Rechten des Westens sind nicht aufgegangen. Russland steht trotz immer größerer Sanktionspakete heute wirtschaftlich besser da als zuvor, vor allem aber besser als die EU. Die Kapazitäten der russischen Waffenproduktion übertreffen ihre Verluste bei Weitem und liegen über den Möglichkeiten der westlichen Staaten. Man hat uns einreden wollen, Chips aus Waschmaschinen und Geschirrspülern seien in großer Not ausgebaut worden, um überhaupt Elektronik zur Verfügung zu haben. Alles das war Propaganda und gelogen. Russland hat laut US-Quellen in diesem Jahr die Produktion von Panzern um das Siebenfache, von gepanzerten Fahrzeugen um das Viereinhalbfache, Artillerie um Zweifache und Munition um das 60-fache gesteigert. Eine 25. Armee und zusätzliche 350.000 Reservisten stehen bereit, und Wagner ist jetzt Teil der Nationalgarde. Sie alle hier sind mit Ihrer rhetorischen Eskalation und der Lieferung immer schwererer Waffen nicht nur krachend gescheitert. Sie haben auch wieder besseres Wissen erhebliche Schuld an der letztlichen Situation. Eine weitere Illusion, es kam gerade raus, ist die Lieferung von 1 Million Granaten aus der EU. Sie sollte die Überlegenheit russischer Artillerie brechen. Tatsächlich wurden bisher 223.000 Stück geliefert, großenteils aus dem Bestand und nicht aus der Produktion. Und sie kosten auch nicht 2.000 Euro das Stück, sondern 3.600. Und dabei wird es nicht bleiben. Russland produziert bisher 2 Millionen dieser 155 mm Granaten. Erinnern Sie sich, was die AfD vor 20 Monaten gesagt hat, dass ihre Kriegsziele ausgehen werden, wie die angebliche Verteidigung der Freiheit am Hindukusch. Kabul lässt grüßen. Meine Damen und Herren, am Tage des Prigozhin-Putsches überraschte Jürgen Hart von der CDU im Radio mit der Aussage, nun ist alles möglich bis zum Auseinanderbrechen Russlands. Mit diesem Durchblick wird bei Ihnen Außenpolitik gemacht. Und mit Verlaub, auf diesem Niveau ist auch dieser Antrag hier. Der Ukraine zum Sieg verhelfen, eine Weihnachtsliste von 33 Wünschen, einer Welt fremder als der andere. Ich darf einen davon zitieren. Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern nicht den Krieg, sondern die erhöhen die Siegfähigkeit und die Aussicht, das Sterben rasch zu beenden. Waffenlieferungen schützen Zivilisten wie Soldaten. Was für ein Zynismus angesichts der letzten 20 Monate! Wenn Sie dieser Ukraine helfen wollen, dann bewahren Sie Ihre Söhne davor, an Bushaltestellen und aus Nachtclubs von Greiftrupps an die Front gezwungen zu werden. Bewahren Sie sie davor, buchstäblich geopolitisches Kanonenfutter zu sein in einem verlorenen Krieg. Mit Ihrem Poker- und Minsk-Abkommen haben Sie nun eine ganze Generation Väter auf dem Gewissen. Wollte man der Ukraine die Zukunft nehmen, man hätte es nicht perfekter anstellen können. Und wenn Sie meinen, dass Taurus-Raketen das Blatt wenden, dann sage ich Ihnen, dann steht Kiew bald vor derselben Situation wie Gaza. Und das ist nur die harmlose Variante. 400.000 Tote sind genug. Es wird Zeit, dem Frieden und den Menschen auf der beiden Seiten wieder eine Chance zu geben, wie wir es immer gefordert haben. Bisher wurden Initiativen in dieser Richtung vor allen Dingen vom Westen verhindert. Selenskyj hat sogar ein Dekret erlassen, welches Friedensgespräche mit Putin verbietet. Schluss damit! Es muss Friedensgespräche geben. Macron sagte das schon vor einem Jahr. Lassen wir die Menschen in den umkämpften Gebieten selbst entscheiden, wie sie zukünftig leben wollen. Der Wille zum Frieden und seine Notwendigkeit waren niemals aktueller als jetzt. Ihren Antrag lehnen wir ab. Und der Name dieses Tagesordnungspunktes ist ja auch schon korrigiert worden. Offensichtlich war Ihnen der ursprüngliche Name zu peinlich. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Robin Wagener.